Kapitel 23. Als Tarantzu den Gong schlug und die Sitzung beendete, drehte Anduin sich sofort zu seinem Vater herum. »Ich gehe jetzt zu Garrosh«, erklärte er. »Vermutlich werde ich es nicht zum Abendessen schaffen.« Normalerweise speiste er mit seinem Vater an der Violetten Erhebung, oft auch in Gesellschaft von Jaenan, Kalek und Vereza, bevor er sich entschuldigte und zurückkehrte, um zu tun, was auch immer er mit Garrosh tat. Er war sich nicht sicher, ob er sich mit ihm unterhielt, ihm zuhörte, ihm geistlichen Beistand leistete oder als verbale Ziertreppe für den Ork erhielt. Manchmal alle vier dieser Möglichkeiten. Im Augenblick wünschte er sich, er könnte noch mehr tun, zum Beispiel ein wenig Verstand in Garrosh Dickschädel zu schütteln. Varian nickte. »Das dachte ich mir schon«, sagte er. »Wir lassen dir eine Portion übrig.« »Schon in Ordnung. Ich werde ein paar von Michaos Teigtaschen essen.« »Halt was?«, sagte Jaina. »Garrosh? Anduin, was hast du mit Garrosh zu schaffen?« Sie wirkte zu gleichen Teilen verärgert und besorgt. Anduin sprang leichtfüßig über die nächste Sitzreihe und eilte zu den Stufen. Hinter sich hörte er Jaina noch fragen. »Varian, was geht denn da vor?« Der Prinz zuckte zusammen. Er hatte es so eilig gehabt, dass er Jainas Gegenwart ganz vergessen hatte. Bislang hatte er ihr ganz bewusst verschwiegen, dass er sich mit Garrosh traf. Jedoch wussten nur die wenigsten davon. Und das war wohl auch das Beste. Aus genau solchen Gründen wie Jainas Reaktion. Jeder schien zu glauben, dass sie ein Mitspracherecht bei seinen Entscheidungen hätte. Und er würde die Diskussion darüber, was er tat und mit wem er sprach, zunehmend leid. Doch im Moment war es ihm wichtiger, Höllschrei aufzusuchen. Er hastete den Raum und den Tempel. »Der Prinz ist heute schneller als der Gefangene«, begrüßte ihn Li Shu. »Er ist noch nicht in seiner Zelle.« »Dann warte ich.« Anduin lehnte sich an die Wand, die Arme eng vor der Brust verschränkt. Er versuchte angestrengt, sich zu entspannen, bis ihm mit einem Anflug dunklen Humors klar wurde, wie absurd dieses Unterfangen war. Dann begnügte er sich damit, einfach nur dazustehen. Kurze Zeit später kündete das Klirren und Rasseln schwerer Ketten von Garrosh Ankunft an. Der Ork humpelte den Gang hinab, begleitet von Zhu Fei und den sechs Wachen, die ihn immer flankierten, wenn er seine Zelle verließ. Anduin sah ein Flackern von Überraschung in dem braunen Gesicht, das aber schnell wieder verschwand. Die Schuhbrüder öffneten die Tür und Zhu Fei trat als erste in die Zelle. Sie stellte sich vor die hintere Wand und winkte Anduin zu sich. Anschließend sahen sie zu, wie Garrosh zu der offenen Zellentür geführt wurde. Zwei der Wachen lösten alle Ketten mit Ausnahme der Fesseln um seine Knöcheln, während die vier anderen die Schuhs jede Bewegung des Orks genau beobachteten. Schließlich ging der Ork zu den Fellen hinüber und setzte sich, während die Tür wieder geschlossen und abgesperrt wurde. Nun trat Zhu Fei vor und murmelte eine Beschwörung, begleitet von sanften Bewegungen ihrer Pfote. Die Fenster in den Gitterstäben begannen purpurn zu leuchten. Wozu dient das eigentlich genau? Offensichtlich war es eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung, aber Anduin hatte keine Ahnung von ihrer Funktionsweise. Eine Einwegbarriere, antwortete Zhu Fei. Die Wachen können in die Zelle greifen, falls nötig, aber Garrosh kann nicht nach draußen greifen. Schlau, sagte Anduin. Zhu Fei errötete leicht und verbeugte sich. Ihr ehrt mich, sagte sie noch, die Augen niedergeschlagen. Dann verließ sie den Raum. Kurz wunderte Anduin sich über ihr merkwürdiges Verhalten. Dann überwog der Wunsch, mit dem Ork zu sprechen. Li und Lo nickten ihm und schlossen die äußere Tür. Zunächst blieb Anduin reglos stehen und starrte Garrosh an, der seine offensichtliche Verärgerung aber nur amüsant zu finden schien. »Redet schon, Prinz Anduin, bevor ihr platzt«, sagte Garrosh. »Ihr habt keine Lust, dass man mir auch noch die Schuld an dieser Sauerei gibt.« »Wie konntet ihr das tun? Wie konntet ihr auch nur eins dieser Dinge tun?« Die Worte platzten aus ihm heraus. Und als hätte er erst durch sie die Kraft gefunden, sich wieder zu bewegen, schritt er voran und stellte sich dicht vor die Gitterstäbe, vor Garrosh Zelle. »Ihr seid nicht verrückt. Ihr seid nicht gefühllos. Also, wie konntet ihr so etwas tun?« Garrosh lehnte sich selbstgefällig auf seinen Fellen zurück, und die Ketten klirrten bei der Bewegung. »Was tun?« »Ihr wisst, wovon ich spreche. Euch mit dem Drachenmal-Clan verbünden.« »All eure Frömmigkeit zum Trotz, zögert ihr nicht, mich zu verurteilen«, sagte Garrosh. »Tyrande hat heute wirklich eine gute Karte gespielt. Das muss man ihr lassen. Nach Alexstrasas Märchen waren mehr nur als ein paar Augen mit Tränen gefüllt.« »Märchen? Mehr war es nicht für euch?« Garrosh zuckte mit den Schultern. »Das ist Geschichte.
Und jetzt, deswegen die Hände zu ringen, führt zu nichts. So wie es zu nichts führt, wenn andere euretwegen die Hände ringen, konterte Anduin. Genau, ich brauche euer Mitleid nicht, Mensch. Warum wollt ihr dann überhaupt mit mir sprechen? Mit mir, einem Priester, jemand, der den ihr töten wolltet? Garrosh schwieg. Sie ist die Lebensbinderin, Garrosh. Sie ist das gütigste Wesen dieser Welt und euer Volk hat ihr das angetan. Hishos Augen leuchteten auf. Aha, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ihr seid genau wie Jaina, nicht wahr? Insgeheim haltet ihr uns alle für Monster. Anduin stieß sein unterdrückendes Ächzen aus und wandte sich frustriert ab. Der Ork lachte. Ihr seid alle gleich. Der Prinz schnaubte. Sicher, ebenso wie ihr genauso seid wie Gwe und Etrek und Sorfeng. Garrosh schnaubte und wandte den Blick ab. Sie haben die wahre Größe der Horde vergessen. Oder sie nie verstanden, wie im Fall von Goel. Oh ja, Eier zu zerdrücken könntet wirklich von Größe. Es ist ruhmreich, einen Drachen seinen Willen zu unterwerfen. Also glaubt ihr wirklich, dass es eine gute Tat ist, die Beschützerin des Lebens zu foltern? Ich habe Alexstrasza nicht entführt. Nein, aber ihr steckt mit denen unter einer Decke, die es taten. Weil es ruhmreich ist, einen Drachen seinen Willen zu unterwerfen, nicht wahr? Anduin machte noch einen Schritt nach vorne. Was ist eure Vision von der Horde, Garrosh? Denn alles, was die Welt bislang davon sehen hat können, ist unnötige Gewalt, Folter und der Verrat an Freunden. Meine Horde würde ihre Feinde zermalmen, wie ein Riese ein Insekt zermalmt. Garrosh war aufgesprungen und er stand so dicht vor der Tür, dass Anduin seine heißen, wütenden Atemstöße auf der Wangen spüren konnte. Doch Garrosh berührte die Gitterstäbe nicht. Und was geschieht, wenn die Horde, die ihr euch vorstellt, als Insekten zermalmt hat, die euch stören? Was dann? Was würdet ihr tun, wenn euch die Feinde ausgehen? Euch gegenseitig zerfleischen? Oh, wartet, damit habt ihr ja bereits begonnen, nicht wahr? Einen langen Moment starrten sie einander an. Dann seufzte Anduin. Der Zorn war ihm ausgegangen und zurück blieb allein Trauer. Trauer, Sorge und Bedauern über den Ruin, den Garrosh hinterlassen hatte, nicht zuletzt bei Garrosh selbst. Ich wünschte mir so sehr, es zu verstehen, sagte der Prinz. Seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Und teilweise tue ich es sogar. Ihr wollt, dass euer Volk hocherhobenen Hauptes durch die Welt schreiten kann. Ihr wollt, dass eure Kinder gesund sind. Ihr wollt, dass die Orks stark sind, damit ihr Volk gedeihen kann. Ihr wollt Großes vollbringen, damit man sich euer erinnert, wenn ihr zu Staub zerfallt. All das verstehe ich und verstehe es wirklich. Aber der Rest? Alexstrasza, das Gasthaus, die Trolle, Terramor? Er schüttelte langsam den goldenen Kopf. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Garrosh war verstummt, während Anduin sprach, und hatte ihn fasziniert, fast hypnotisiert gemustert. Nun antwortete er, seine Stimme ebenso ruhig wie die Anduins. Das werdet ihr auch nie. Ein Moment lang antwortete Anduin nicht. Vielleicht habt ihr recht. Prinz Anduin, bitte tretet von der Zelle zurück. Die Schuhstimme ließ Anduin zurückzucken, und er kam der Erforderung nahe. Der Paladin blickte zu Garrosh. Ist alles in Ordnung, Eure Hoheit? Soweit es möglich ist, ja, antwortete er. Hinter Li sah er Lo stehen, in den Händen ein Tablett. Auf diesem befanden sich eine Schale dampfenden grünen Currys, eine zweite Schale voller Reis, zwei Pfirsiche, ein gefütterter topischer Sonnenfrucht und eine Karaffe frischen Wassers. Garrosh konnte sich zumindest nicht beschweren, dass es ihm hier nicht schlechter ging, wie einst seinen eigenen Gefangenen. Yuffei murmelte ihre Beschwörung und das Schimmern über um die Gitterstäbe verblasste. Unter Li wachen Blickes stellte Lo das Tablett auf seinem kleinen Tisch direkt neben der Tür ab. Anduin verließ Garrosh, um zu essen. Am Fuß der Rampe blieb er noch einmal kurz stehen und wandte sich um. Andererseits, rief er Garrosh zu, könntet ihr euch irren. Dieses Mal war es Sylvanas, die sich verspätet hatte. Als sie den Windläuferturm erreichte, war Veresa bereits dort und ging am Strand auf und ab. Sie kam herbeigerannt, als die Benji-Königin von ihrer Fledermaus stieg. Wir können es schaffen, entfuhr es ihr. Es ist perfekt. Die Aufregung ihrer Schwester ließ Sylvanas lächeln. Wenn sie stimmte, waren dies wirklich ausgezeichnete Neuigkeiten. Sprich rasch, ich muss das hören. Eine der Mahlzeiten in der Rotation ist grünes Curry, begann Veresa. Normalerweise wird sie jeden dritten Tag serviert. Aber Mulam Shao sagte, die Reihenfolge hängt ganz davon ab, welches Nahrungsmittel gerade frisch eingeliefert werden.
Sie bereiten das Curry an einem großen Topf zu und sämtliche Portionen werden aus diesem Topf ausgegeben. Sie gingen nebeneinander her, fast in perfektem Gleichschritt, ihre Bewegung rasch und aufgeregt. Sylvanas fühlte sich, als wäre alle ihre Sinne geschärft, als wäre sie zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wirklich wach. Sprich weiter! Wenn Garrosh's Mahlzeit fertig ist, wird sie nach unten gebracht, zusammen mit Reis und Früchten, was gerade frisch da ist. Dazu gibt es eine gefütterte Sonnenfrucht. Verisa konnte kaum an sich halten. Sylvanas, der letzte Zubereitungsschritt wird vom Essenden vorgenommen. Man mischt jeden Bissen mit Reis und quetscht etwas Saft aus der Sonnenfrucht darauf. Die Frucht selbst ist bitter, aber die Schale ist süß. Man kann sie also am Ende der Mahlzeit essen. Das bedeutet, wir müssen nicht das Curry selbst vergiften. Sylvanas erstarrte. Es reicht, wenn wir die Sonnenfrucht vergiften, murmelte sie. Und Garrosh vergiftet sich selbst. Genau, Verisa strahlte vor Freude, wie die Sonne. Wir müssen nur die Sonnenfrucht austauschen, bevor die Mahlzeit die Küche verlässt. Sie streckten beide gleichzeitig die Hände aus und Verisas behandschuhte Finger drückten fest zu. Sie ist so glücklich, dachte Sylvanas, und ich bin es irgendwie auch. Das ist brillant, kleiner Mond, sagte die Untote. Du bist brillant, ihre Schwester errötete vor Freude. Wirst du dir Zutritt zur Küche verschaffen können? Verisa nickte. Ja, ich bin bereits ein Stammgast. Ich rede mit Mulam, während sie das Essen zubereitet. Noch hat sich niemand an meiner Gegenwart gestört. Ich glaube, Michao hat ihnen von meinem Interesse erzählt. Erst heute habe ich zugesehen, wie sie das Curry zubereitet. Die Sonnenfrucht wird geschnitten, bevor man das Curry in eine Schale schöpft. Dann wird beides auf ein Tablett gestellt. Ich kann die vergiftete Frucht bereits gefüttelt hineinschmuggeln und sie blitzschnell austauschen. Und weißt du auch sicher, dass er die Sonnenfrucht benutzt? Ja, Mulam sagte, er findet sie köstlich. Wie reizend, sinnierte Sylvanas. Garrosh, vermutlich einer der gefährlichsten Orks, die je gelebt haben, kommt durch seine Vorliebe für eine Pedanfrucht zu Fall. Es ist wie ein Geschenk, sagte Verisa, als wäre es Schicksal. Sylvanas blickte auf ihre verschreckten Hände hinab und in ihrem Inneren breitete sich Wärme aus. Natürlich nicht körperlich. Nein, diese Art von Wärme würde sie nie wieder fühlen. Hätten sie und ihre Schwester keine Handschuhe getragen, wäre Verisa vor der Berührung Sylvanas kalter Haut zurückgeschreckt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es Schicksal, murmelte Sylvanas. Vielleicht war es dir und mir bestimmt, aufeinander zuzugehen. Vielleicht können nur die feinen Kräfte der letzten beiden Windläufer von Azeroth Garrosh-Hilschra zum Fall bringen. Sie hob den Kopf und ihr rot glühender Blick bohrte sich in den himmelblauen Augen von Verisa. Die Horde und die Allianz konnten ihn kaum aufhalten, aber du und ich allein, meine Schwester, werden ihm das Chaos machen und vielleicht ist das auch nur der Anfang von etwas anderem. Was meinst du? Garrosh tot, muss nicht das Ende sein, meinte Sylvanas, und ihre Stimme zitterte leicht. Wie lange hatte sie das nicht getan? Nur einmal seit ihrer Ermordung. Einmal vor vielen Jahren, als ein Abenteurer ihr ein Saphir verziertes Amulett gegeben hatte. Was hat die Allianz hier noch zu bieten? Drängte sie weiter, in der Hoffnung, dass sie die Reaktion von ihrer Schwester richtig deutete. Garrosh kann nur der Anfang sein. Wir sind mächtig, wir sind Windläuferschwestern, wir haben die Welt verändert und wir können sie weiter verändern. Zusammen, komm und schließe dich mir an, wenn Garrosh tot ist. Was? Komm und herrsche an meiner Seite. Du hast die Horde ebenso, wie ich sie einst hasste, bis ich dort eine Machtposition erlangte. Wir können unsere eigenen Gesetze machen, kleiner Mond. Wir können die Horde neu formen, nach unserem Willen. Nichts kann uns aufhalten. Wir werden unsere Feinde zu Staub zermahlen und unsere Verbündeten erheben. Ich spüre es, und ich glaube, du kannst es auch spüren. Sie schloss ihre Finger fester um Verisas Hand, aber die Hochelfenbeutelerin zog ihre Arme nicht zurück. Sie starrte sie an, die Lippen leicht geöffnet, ihre Augen suchend in Sylvanas Blick. Ich möchte dich an meiner Seite haben, Schwester, wiederholte Sylvanas, und ihre Stimme brach. Ich war so allein bis jetzt, wusste ich nicht einmal. Ich dachte nicht, dass ich je wieder... Bleib bei mir, bitte, bitte bleib bei mir, kleiner Mond.